der neue Baureihe G30. Der G30 ist seit Februar 2017 im Handel und hat den F10 abgelöst, der sehr erfolgreich von 2010 bis 2017 produziert wurde. Die Limousine des aktuellen 5er ist halt, wie gesagt, seit Februar im Handel. Der Kombi ist jetzt erst nachgerückt, den haben wir leider noch nicht bekommen, aber wir haben eine ganz nette Limousine bekommen. Und zwar hier in der Ausführung als 540i X-Drive, also mit Allradantrieb. Listenpreis für unser Modell 61.000 Euro. Der Spaß 5er BMW geht aktuell bei 46.100 Euro los. Dafür bekommt ihr dann allerdings nur den 520D mit einem 6-Gang-Handschaltgetriebe. Und das ist auch direkt der nächste, ich sage für viele, Schwachpunkt, für mich eigentlich persönlich nicht, denn ich finde die Handschaltung eigentlich nicht so gut. Denn die Handschaltung gibt es nur noch in einem Modell, und zwar in dem 520 Diesel. Der hat dann 190 PS, 400 Newtonmeter Drehmoment und ist der aktuell der einzige mit einem 6-Gang-Handschaltgetriebe. Alle anderen 5er BMW haben serienmäßig die 8-Gang-Automatik. Und auf Wunsch die Sportautomatik, die Steptronic. Die unterscheidet sich im Grunde bis auf die 250 Euro Listenaufpreis lediglich dadurch, dass die Schaltzeiten etwas knackiger sind und dass ihr Schaltbügel am Lenkrad habt. Das ist der größte Unterschied dazu. Die Steptronic ist bei uns verbaut und unsere Testwagen kommen somit auf einen Listenpreis von 61.600 Euro. Die Abmessung des neuen 5er angeht. Der hat sich im Grunde nicht viel geändert. Die Länge ist mit 4,94 Meter fast auf dem Niveau des Vorgängers. Ist erst 3 cm kürzer, wenn ihr es ganz genau wissen wollt. Die Breite hat um 1 cm zugelegt auf 1,87 Meter und die Höhe ist mit 1,46 Meter unverändert geblieben. Die aktuelle Generation des 5er BMW ist eine komplette Neuentwicklung. Macht sich vor allen Dingen an den Achsen bemerkbar. Sieht man jetzt auf den ersten Blick nicht, allerdings ist es wirklich komplett neu. An der Hinterachse hat BMW jetzt eine Hinterradlenkung verbaut. Sprich, die Räder schlagen entsprechend den Rädern zum Vorne ein, können das aber auch dynamisch je nach Situation einzeln handeln. Der Radstand hat zugelegt um 8 mm. Das ist jetzt nicht wirklich die Welt. Die merkt man, man sieht sie nicht, die 8 mm. Man merkt die 8 mm nicht im Innenraum. Aber wenn ihr die Zahlen genau wissen wollt, haben wir jetzt einen Radstand von 2975 mm. Das Gewicht liegt je nach Modell und Ausstattungen zwischen 1660 Kilo und 1735. Da schwanken die Angaben im Konfigurator bei BMW und auch die technischen Daten auf der Mediaseite ein kleines bisschen. Wir haben nahezu Vollausstattung, also ich denke, dass wir hier die 1700 Kilo mit dem Modell locker geknackt haben. Unser Testwagen kommt in der Farbe Saphir Schwarz Metallic daher. Eine Metallic-Lackierung für einen Offpreis von 980 Euro. Die einzige Farbe, die nichts kostet, ist Uni-Schwarz, die ist kostenlos. Ansonsten habt ihr die Wahl zwischen 11 Standardfarben, die alle um die 980 Euro Aufpreis kosten, und 3 Individualfarben. Die 3 Individualfarben schlagen allerdings dann direkt mit 2300 Euro zu Buche. Das Saphir-Schwarz ist eine sehr schöne Farbe, hat einen leichten Metallic-Anteil, passt wirklich sehr gut zum Fahrzeug, sieht echt gut aus. BMW war so freundlich und hat uns den 5er in der Sportline-Ausstattung überlassen. Die Sportline-Ausstattung kostet 1900 Euro Aufpreis und das ist so ein kleines M-Paket. Das M-Paket kostet weit über 5, aber die Sportline mit 1,9 ist noch recht erschwinglich und für diese 1,9 bekommt ihr richtig was geboten. Zu erkennen, immer an der Seite Sportline-Logos. Dann wachsen die Räder alleine von 17 Zoll Standardfelge auf 18 Zoll lang. Könnt ihr euch noch verschiedene Designs auswählen. Wir haben hier das Design 61.9 und Namen für die Felge können wir euch nicht sagen, ist aber eine sehr schöne Felge. Sind relativ filigrane Speichen in 18 Zoll, bezogen mit einem Dunlop-Reifen in 245, 45, 18. So, die Sportline hat zusätzlich zum normalen Modell, Stoßfänger sind identisch, zumindest die Außenhaut, aber die Sportline-Variante hat hier einen anderen Kühlergitter. Das Gitter ist alles in hochschwarz glänzend. Ihr habt LED-Nebelscheinwerfer. Als einer der ersten Hersteller hat BMW die Scheinwerfer komplett auf LED-Technik umgestellt. Was heißt komplett auf LED-Technik umgestellt? Ihr bekommt gar keine Xenon-Scheinwerfer mehr. Jeder 5er hat immer einen LED-Scheinwerfer an Bord. Halogen-Scheinwerfer sind sowieso komplett raus, aber ihr habt immer LED-Scheinwerfer. Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Versionen. Die standardmäßig verbaute Version ist ein ganz normaler LED-Scheinwerfer mit einer normalen automatischen Leuchtweitenregulierung und das war's.
Wir haben hier die bessere Version. Wir haben das BMW Adaptive LED Licht drin schon. Das ist ein Matrixlicht, also es blendet den Gegenverkehr komplett aus. Also es ist sehr intelligent. Wenn ihr ein Auto vor euch habt, wird da randrechts ausgeleuchtet. Das Auto wird aber ausgespart. Das ist ein sehr cooles System, kostet allerdings auch 1450 Euro Aufpreis. Und ihr seht, durch diese LED-Technik, Scheinwerfer, Reinigungsdüsen oder so ein Zeug, kann komplett entfallen. So, weiter geht's. Ganz schön zu erkennen, vielleicht, wir haben hier Lufteinlass. Der Lufteinlass wird über eine Klappe geregelt. Wenn der Motor jetzt noch Temperatur braucht, weil er halt noch nicht die Betriebstemperatur hat, bleiben die Klappen zu. Sobald der Motor warm ist oder zum Überhitzen droht, gehen die Klappen auf. In der breiten BMW-Niere ist zum Beispiel gar kein Gitter mehr drin. Die ist komplett zu. Ihr habt hier die Rippen und hier sind dahinter auch nochmal die Rippen. Das ist alles zu komplett. Die ganze Kühlung geht hier unten nur durch das Gitter. Dadurch verbessert sich der CW-Wert. Der BMW 5er liegt mit 0,25 wirklich im oberen Spitzenfeld. Also da geht nicht mehr viel in Sachen Luftwiderstand. Das merkst du auch beim Fahren. Er ist sehr, sehr ruhig und vom Spritverbrauch her für den großen Motor, den wir hier verbaut haben, wirklich gut. Ja, kommen wir zum Herzstück unseres 5er. Wir haben hier aktuell den 3 Liter 6-Zylinder Reihenmotor verbaut. Mit Turboaufladung als 540i. In Kombination bei uns mit Allrad. Der 540, früher hatten BMW als 535, als 135, als 235 bezeichnet. Jetzt sind die 35er Bezeichnung weg und es ist komplett eine 40er Bezeichnung. Von den technischen Daten hat sich nicht wirklich so viel geändert. Wir haben nach wie vor die 340 PS und 450 Newtonmeter, die ab 1300 Kurbelwellenumdrehungen anliegen. Vom Spritverbrauch her, BMW gibt den aktuell mit zwischen 6,7 und 4,7 an. Wir sind jetzt ungefähr 1000 Kilometer gefahren und liegen bei einem Schnitt von 9,3 Litern. Muss ich aber dazu sagen, wir sind nicht langsam gefahren. Wir haben doch ab und zu mal Gas gegeben. Wir haben die Höchstgeschwindigkeit gefahren mit dem Auto. Wir sind relativ lange Autobahnetappen 180 Tempomat gefahren. Finde ich einen sehr guten Wert. Kann man absolut nicht meckern. Also in Anbetracht der Größe des Autos, dass das Auto Allrad hat und dass es ein 6-Zylinder mit 3 Liter Hubraum ist, wirklich spitze. Natürlich gibt es nicht nur Basismotorisierung. Es gibt auch noch mal eine Stufe über unserem. Und das ist nicht der M5. Der kommt erst später. Die aktuelle Top-Variante ist der 550D und der 550i. Der 550D, ein 6-Zylinder Reihenmotor mit 3 Liter Hubraum und ich glaube, der hat aktuell 4 Turbolader auf 400 PS. Der 550i ist ein V8, bringt es auf 462 PS. Das sind die beiden Top-Motoren. Was hat uns das Heck des neuen 5er in unserer Sportline-Ausführung zu bieten? Als erstes mal erkennt ihr den X-Drive-Schriftzug. Könnt ihr abbestellen, ich finde es cool eigentlich, wenn er dran bleibt. Die Rückleuchte sind LED-Technik ausgeführt. Die Endrohre, wie schon die Fenstereinfassung, ebenfalls in schwarz. Das ist ein Bestandteil des Sportline-Paketes. So, ansonsten ändert sich am Heckstoßfänger nicht wirklich viel. Was der Sportline neu hat, oder besser gesagt, der nur der Sportline hat, ist der Leiste. Die ist immer in schwarz, die hat das normale Modell nicht. Auspuffanlage ist doppelflutig ausgeführt. Ihr habt rechts und links ein Auspuffrohr. Die linke Seite ist meistens deaktiviert, hat nämlich eine Klappenauspuffanlage. Also hier hinten drunter ist eine elektrische Klappe, die dann im Bedarf öffnet und dann wirklich einen ganz kernigen Sound rausschmeißt. Für meinen Geschmack könnte das ein bisschen öfter passieren. Nach dem Sportmodus könnte er wirklich mal so ein bisschen rausknallen. Da fehlt ein bisschen so das Temperament. Das ist halt nur eine Sportline-Ausführung, wie es scheint. Da hat sich BMW entweder nicht so getraut oder man will noch Luft nach oben lassen. Ja, wir haben Platz genommen im neuen 5er. Und, was soll ich sagen, ein sehr, sehr edler, sehr feiner Innenraum mit sehr hellem Leder, so helles Leder, dass ich echt am Zweifeln bin, ob das auf lange Sicht sehr, sehr gut geht. Ich bin jetzt ungefähr 1000 Kilometer damit gefahren und muss sagen, man sieht an der einen oder anderen Stelle schon irgendwie so, wo man mit der Jeans gesessen hat. Also ich denke, nach so einem halben Jahr sollte man sich überlegen, ob man die Sitze nicht wirklich dann irgendwie professionell reinigen lässt, weil ich kann es mir schwer vorstellen, dass das die ganze Zeit so hell bleibt. Das Leder selber ist sehr, sehr weiches Leder, es ist sehr edel, es greift sich wirklich alles gut an. Man merkt, dass hier noch echtes Leder verbaut wird und nicht diese ganze Kunstledergeschichte, die oft mittlerweile in der Automobilindustrie benutzt wird. Viele Hersteller bauen ja wirklich nur noch ihre Ledersitze, das sind ja wirklich nur noch die Mittelbahn in Leder bezogen. Hier ist es noch alles in Leder, auch die Seitenwangen, das ist alles, die Rückseiten der Kopfstützen, das ist alles in Leder bezogen.
Das Lederpaket hier kostet Aufpreis 1660 Euro in Verbindung mit den elektrischen Komfortsitzen. Die lassen sich in alle erdenklichen Richtungen verstellen. Natürlich vor, zurück. So, Kopfstützen hoch und runter. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Die Lehnen. Und die Lehnen kannst du sogar noch mal zwischendrin knicken. So, sehr bequem. Für meinen Geschmack könnten sie allerdings ein kleines bisschen mehr Seitenhalt haben. Sie sind sehr komfortabel ausgelegt. Ein bisschen mehr Seitenhalt wäre gut, würde ich mir wünschen. Wenn ihr dieses helle Lederpaket bestellt, müsst ihr, ich habe es im Konfigurator probiert, das sogenannte Sensatec Armaturenbrett mitbestellen. Das ist hier in diesem Fall so ein braunes Kunstleder. Es ist wirklich Kunstleder, es ist aber auch wirklich vernäht. Ich habe geguckt, die Ziernähte hier oben, das sind echte Ziernähte. Die Holzblende sieht wirklich gut aus. Ihr habt hier so eine Aluminium-Einfassung und das Übliche, wie es überall mittlerweile verbaut ist, dieses schwarz hochglänzende, dieser Klavierlack. Als Extra hat unser BMW das LED-Ambientenlichtpaket. Kostet 330 Euro. Das ist, ihr habt hier oben den Leuchtstreifen drin und ihr habt hier unten so einen indirekten Leuchtstreifen. Der zieht sich dann weiter, der obere und der untere, bis durch die Türen und bis nach hinten. Von den Farben her könnt ihr das wechseln. Habt ihr verschiedene Farbeinstellungen. Ihr habt Rot, Bronze, Grün und Orange. Das sind so die Farbvarianten. Dann abwechselnd halt oben mit hellem, mit weißem Kontraststreifen oder halt den Streifen jeweils in Farbe. Und da wir ja einen BMW haben und einen aktuellen 5er, kann er natürlich auch automatisch parken. Damit euer 5er automatisch einparkt, müsst ihr 500 Euro zusätzlich investieren. Plus 290 Euro für den Displayschlüssel. Allerdings würde ich die 290 Euro immer investieren, denn der Schlüssel ist einfach nur mega. Egal wo ihr seid, wenn ihr den Schlüssel auf den Tisch legt und drückt drauf und dann geht das Display an. Jeder fragt euch, boah, richtig gut. Ihr könnt mit dem Displayschlüssel die Reichweite einsehen. Im Moment noch 45 Kilometer, was ich hier Restreichweite habe. Ob das Licht an ist, ob das Auto verriegelt ist. Ganz praktisch ist, wenn, selbst wenn ihr keine Standheizung habt, ihr könnt die Lüftung aktivieren und euer Auto dann schon, bevor ihr zum Auto kommt, vorkühlen lassen, dass es schon ein bisschen lüftet. Displayschlüssel. Natürlich, Display braucht Strom. Wo kommt der Strom her? Ganz einfach. Ihr könnt den Schlüssel hier unten in der Mittelkonsole induktiv laden. Neben dem Displayschlüssel könnt ihr auch die passenden Handys dazu laden. Schlüssel reinlegen, geht hier eine blaue LED an, sobald er lädt und fertig. Ja, was haben wir noch? Mittelkonsole. Machen wir mit der Mittelkonsole weiter. Ihr habt das Steuerrädchen für das Navigationssystem. Ich muss mal kurz die Zündung anmachen. Wird natürlich der Motor angehen. Habe ich bis jetzt noch nicht hingekriegt, dass der Motor nicht angeht, wenn ich Zündung anmache. Kann ich nicht sagen, warum das nicht geht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wie kriege ich im neuen 5er die Zündung an, ohne dass der Motor dabei läuft? So, wir sind auf Parken, ist egal, lass mal einfach laufen, wird es wenigstens angenehm, ist nämlich doch jetzt recht warm hier im Auto. Wir arbeiten uns von oben nach unten. Das Navigationssystem, das ist das große Navi, was BMW uns hier reingepackt hat ins Auto, könnt ihr in der aktuellen Generation nicht nur über das Drehrädchen steuern, sondern ihr könnt es auch wischen. Das hinter einem Glasdisplay geht sehr gut, aber wer das Drehrädchen einmal bei BMW gewöhnt hat, wird es eigentlich irgendwie so, er braucht diese Funktion nicht. Was natürlich noch zusätzlich hinzukommt, ihr könnt jetzt eine Gestensteuerung bekommen. Wenn ich jetzt am Drehregler für die Lautstärke drehe, habt ihr es bestimmt schon gesehen, blendet er mir hier ein, eine Gestensteuerung. Braucht kein Mensch, ganz ehrlich. Ihr habt die Bedienknöpfe am Lenkrad, ihr habt die Bedienknöpfe hier. Sowieso die einzige Geste, die ich bis jetzt ausmachen konnte, die er mir gebracht hat, ist dieses Drehen. So, das ist die Gestensteuerung. Kostet 250 Euro Aufpreis. Da denke ich, verrennt sich die Automobilindustrie irgendwie so im Moment. Denn für was brauche ich das? Ich habe hier meine Tasten, ich habe hier meinen Drehregler, funktioniert tadellos. Und ich muss, wenn ich die Multifunktionstasten am Lenkrad nehme, muss ich nicht mal die Hände vom Lenkrad nehmen. Das Lenkrad selber kostet ebenfalls ein bisschen Aufpreis. Wenn ihr, das nämlich das M-Lenkrad. Wenn ihr das nicht nehmt, habt ihr so ein Dreiecken-Airbag. Das M-Lenkrad ist hier noch ergänzt worden um die Lenkradheizung. Der Schalter für die Lenkradheizung ist hier unten in der Mitte. Es ist sehr griffig, es ist sehr dick. Also ich würde das auch immer bestellen, das M-Lenkrad sieht sehr edel aus. Vor allen Dingen mit diesem genähten hier Airbag-Deckel. Sehr, sehr gut.
Die Schaltwippen, ordentlich groß, liegen gut in der Hand. Es ist schön dick, es ist wirklich griffig, es rutscht nicht. Ihr habt wirklich jederzeit perfekte Kontrolle darüber. Die linke Seite ist komplett für die Fahrassistenzsysteme. Die wichtigsten Fahrassistenzsysteme könnt ihr auch nochmal hier über die Mittelkonsole abrufen. Könnt ihr euch individuell konfigurieren, wenn ihr das wollt. Wir haben die Personenwarnung über die zwei Kameras hier vorne, erkennt ihr das, wenn euch jemand vors Auto läuft. Wir haben die Spurverlassenwarnung, wir haben die Spurwechselwarnung. Ist im Grunde alles ein Seitenassist. Wir haben den Totwinkelwarner in der Seite drin. Und der Spurhalteassistent ist eigentlich immer als Warnung aktiviert. Wenn ihr jedoch hier auf das Knöpfchen drückt am Lenkrad, könnt ihr den zusätzlich aktivieren, dass er euch aktiv wieder in die Spur zurückführt. Haben nicht alle Hersteller, BMW hat das halt so ein bisschen getrennt. Ist aber okay, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, wenn man gefahren ist und weiß, oder wenn man fährt, zack, einmal drauf, ist der Lenkeingriff aktiv. Abstandstempomat haben wir hier. Ihr könnt euren Tempomaten einstellen und könnt hier die Geschwindigkeit vorkonfigurieren. Der Tempomat ist auch gleichzeitig an die Kameras gekoppelt. Wenn ihr fahrt, liest die Kamera das nächste Geschwindigkeitslimit und sagt euch das dann, zeigt es euch im Display an. Wenn ihr dann irgendwie so, sagen wir als Beispiel, ihr kommt angefahren mit 100. Vor euch ist eine Baustelle mit 60. Erkennt das euer Tempomat schon, registriert die 60, zeigt euch die über die Verkehrszeichenerkennung an. Wenn ihr dann die km/h runternehmen wollt, nehmt dann nicht bloß mit einmal mit einem großen Klick 10 km/h runter, sondern springt direkt auf die 60 km/h runter. Eigentlich ganz praktisch, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, ist es wirklich ganz cool. Ja, das hier ist komplett Radio, die ganze Bedienung. Mit dem Drehrädchen könnt ihr euren Radiosender wechseln. Lautstärke, plus, minus. Sprachsteuerung hat in meinem Fall jetzt nicht so wirklich doll geklappt. Ich habe es ein paar Mal probiert, habe es dann irgendwann aufgegeben. Für meinen Geschmack brauche ich nicht unbedingt. Dafür brauche ich umso mehr das Multifunktionsdisplay. Kostet hier aktuell 390 Euro Aufpreis. Ihr habt damit einen voll digitalen Tacho, der wirklich cool ist. Er ist einfach cool. Er ist nicht überladen. Er hat die klassischen Anzeigenelemente, die man von dem BMW gewöhnt ist. Aber es ist halt irgendwie so, es bringt ein bisschen Pfiff rein. Und 390 Euro ist jetzt nicht wirklich die Riesensumme. Ihr habt insgesamt drei Ansichten. Ihr habt einmal, ich fange mal direkt an mit der Sportansicht. Ihr habt groß die Geschwindigkeit, ihr habt den Gang drin und ihr habt einen schönen Drehzahlmesser, der dann auch gut animiert ist. Dann habt ihr euer Komfort, das ist so die klassische BMW-Ansicht. Und ihr habt Eco Pro, das erinnert so ein bisschen an so ein E-Auto, an so ein i3 oder so ein i8 mit der blauen Hinterlegung von dem Tacho. Wenn ihr im Eco-Modus unterwegs seid, schaltet er sehr früh hoch. Die Gasannahme ist sehr lau, also ihr müsst schon ordentlich das Gaspedal durchtreten, damit er dann auch vorwärts kommt. Währenddem im Sportmodus richtig die Post abgeht, da schiebt er ordentlich an mit seinen 340 PS. Wir haben auf der linken Seite die Tankanzeige und auf der rechten Seite die Wasseranzeige. Wir haben jetzt eine Restreichweite von 45 Kilometern, die wird uns jetzt hier unten einmal eingeblendet und ansonsten habt ihr immer hier links die Restreichweite, was ihr noch im Tank habt. Als perfekte Ergänzung zu diesem System habt ihr die Möglichkeit, den 5er mit einem Head-Up-Display zu bestellen. Das Head-Up-Display ist die aktuelle Generation. Das Head-Up-Display kostet hier 1.190 Aufpreis. Das ist ein Haufen Kohle für was, was eigentlich nur der Fahrer sieht. Aber ich habe es jetzt festgestellt beim Fahren, es ist wirklich, wirklich praktisch. Es ist ungemein nützlich. Ihr habt die wichtigsten Informationen alle direkt im Blick. Diesen ganzen Shishi, was manche Hersteller machen, die dann ihre Navigationsdaten hier und die kompletten Karten hier reinfrachten in das digitale Cockpit. Könnt ihr euch alles sparen. Ihr habt das alles direkt im Blick. Ihr seht das auf den ersten Blick, wenn ihr durch die Frontscheibe guckt. Ihr habt die Geschwindigkeit, ihr habt die Tempomatanzeige, ihr habt die Kennzeichen, die Verkehrszeichen zeigt er euch an. Er zeigt euch in Farbe die Spuren an, wenn ihr abbiegen müsst. Er zeigt euch wirklich jede Menge Informationen im Head-Up-Display an. Das ist richtig groß. Da sitzt hier unten drin. Und was wirklich noch schön ist, es projiziert die Daten direkt an die Frontscheibe. Manche Hersteller fahren hier so eine Plastikscheibe hoch, die ihr dann im Blick habt. Gibt es bei BMW nicht. BMW macht das wirklich ordentlich. Die hauen die Daten direkt auf die Frontscheibe. Das Display passt sich der Farbe an. Es ist im Dunkeln, also der Helligkeit im Dunkeln, ist es relativ gedimmt. Am Tag, wenn die Sonne scheint, kann man es ebenfalls gut ablesen. Und dadurch, dass es wirklich groß ist und in Farbe, es ist ein Schritt in die Zukunft. Also das mit diesem klassischen Tacho, super, aber das Head-Up-Display funktioniert echt gut. Und es ist nicht mit so einem pixeligen Head-Up-Display zu vergleichen, wie man das vielleicht aus der Anfangszeit irgendwie dieser Displays kannte.
Ja, ansonsten haben wir hier auf der linken Seite die Spiegelverstellung. Ihr habt hier die Sitzmemory-Funktion, ihr könnt euch die Sitze speichern. Die elektrische Parkbremse sitzt hier in der Mitte. Wie immer, ihr habt die Auto-Hold-Funktion, also könnt ihr dann auch den Fuß vom Gas nehmen oder von der Bremse nehmen, wenn ihr an der Ampel steht. Der Wagen hält alleine und fährt erst wieder los, wenn ihr selber Gas gebt. Start-Stopp-Knopf gehört hier zum schlüssellosen Schließsystem. Da muss ich auch noch dazu sagen, das schlüssellose Schließsystem funktioniert hier deutlich besser als bei anderen. Denn BMW hat nicht an der falschen Stelle gespart und hat die Sensoren zum Öffnen und Verriegeln bloß in die vorderen Türen, sondern auch in die hinteren Türen reingepackt. Also ihr könnt das Auto auch mit der hinteren Tür entriegeln. Es gibt andere Hersteller, die machen das nur an den vorderen, habe ich schon oft erlebt. Du hast einen Viertürer, gehst zum Auto, willst hinten was einladen, klingst, geht die Tür nicht auf. Entweder nimmst du also einen Schlüssel und entriegelst manuell oder du greifst erstmal zum vorderen Türgriff, entriegelst dort, gehst dann wieder hinter und machst die hintere Tür auf. Bei BMW alles komplett hinten und vorne, Sensoren verbaut, funktioniert. Als Soundsystem haben wir ein Harman Kardon System verbaut. 16 Lautsprecher, 9 Kanal Endstufe, insgesamt 600 Watt Leistung, klingt ordentlich, macht ordentlich Krach. In Sachen Infotainment ist der BMW ebenfalls gut ausgestattet. Ihr habt DAB, wir haben FM, ihr könnt Musik auf der Festplatte laden, ihr könnt eure Musik über Bluetooth streamen. Und was noch ganz cool ist, wer möchte und es nutzen will, Android Auto und Apple CarPlay. Funktionierten bislang ja bei den meisten Herstellern nur mit einem Kabel. Also wenn ihr euer Telefon müsst ihr ans Kabel anschließen, ihr müsst den USB-Anschluss nutzen und könnt dann erst die Funktion nutzen. Hier ist es jetzt erstmals möglich, dass ihr diese CarPlay und Android-Geschichte auch ohne Kabel nutzen könnt. Was haben wir noch? Wir haben hier auf der Mittelkonsole nochmal eine 360-Grad-Kamera. Ihr habt eine Kamera vorne im Kühlergrill, ihr habt eine Kamera hinten am Heck und ihr habt rechts und links im Spiegel eine Kamera. Kamerabilder habt ihr hier, ihr könnt euch das auch nochmal groß ziehen, mal sehen, ob ich es rankriege. Was auch ganz nett ist, ihr habt hier, wie die Türen aufgemacht werden, könnt ihr sehen, ob ihr was im Weg habt. Zeigt natürlich jetzt nicht an, er zeigt es bloß an, dann, wenn ihr jetzt hier parkt, was geht. Könnt euch das Bild der einzelnen Kameras nochmal ranholen. Rückwärtige Seitenansicht. Jo, und die Frontansicht. Na, komm. Grad-Kamera, echt empfehlenswertes Feature. Ich würde es mitbestellen. Wenn wir beim Thema Bestellen sind, der Grundpreis für unser Modell lag um die 61.000. Mit allen Ausstattungen, die hier verbaut sind, die Aufpreisliste sind zwei Seiten, kommen wir auf knappe 85.000 Euro. Ist eine Menge Holz, ihr kriegt aber wirklich dann für das Geld eine ganze Menge geboten und das Auto fährt wirklich, wirklich richtig gut. Ich denke, wir drehen noch erstmal eine Runde und schauen mal, wie die Assistenzsysteme funktionieren. So, los geht's. Wir fangen mal direkt im Komfortmodus an. Wir haben ja nicht mehr so viel Sprit. Demzufolge fahren wir mal komfortorientiert. Okay, weiter geht's. Wir haben getankt 60 Liter, 60,5 Liter. Passt ziemlich gut zu unserem 65 Liter Tank, also 5 Liter Reserve. Wir zeigen jetzt eine Restreichweitenanzeige aktuell mit unserer Fahrweise von 642 Kilometern. Wer halt im Eco Pro ein bisschen besser unterwegs ist, ein bisschen spritsparender fährt, fährt schon ein paar Kilometer raus. So, da wir jetzt im Eco Pro unterwegs waren, gehen wir jetzt mal in den normalen und den Adapt Drive Modus. So, und los geht's. Der Unterschied ist deutlich spürbar. Sobald ihr den Modi wechselt, die Gasannahme echt deutlich giftiger. Das ist jetzt noch kein Vergleich zum Sportmodus, aber so wie ein ganz normales Fahrzeug also. Ich bin im Sportmodus und wir überholen mal. So, die Post geht schon wirklich gut ab hier. Also. Man hört den Motor, man hört den geilen BMW 6-Zylinder-Sound, das kann man nicht anders sagen. Aber die Auspuffanlage ist trotzdem sehr, sehr dezent zurückhaltend. Also so leichte 6-Zylinder-Brummen hat man ja immer, wenn man Gas gibt.
aber die Klappenauspuffanlage außer im Stand, wenn ihr jetzt einen Kaltstart macht, ansonsten hält es sich wirklich sehr, sehr angenehm zurück. Auch vom Fahrwerk her jetzt im Sportmodus, die Straße ist zwar relativ glatt, aber es ist jetzt keine übertriebene Härte zu verspüren. Also der ist wirklich gut gefedert. Die Lenkung ist direkt, die legt auch ein bisschen in Direktheit zu, sobald man im Sportmodus ist. Aber sie wird auch nicht zu straff, also es macht eigentlich jederzeit Spaß. Es gibt ja Autos, da hast du auf diesen Sportmodus die ganze Zeit gar keinen Bock. Da bist du die ganze Zeit im Komfortmodus unterwegs, hast du hier im 5er BMW nicht. Da kannst du eigentlich die ganze Zeit im Sportmodi fahren, auch längere Zeit im Sportmodi, ohne dass es dich irgendwie, dass es dich annervt und dass du dann sagst, das ist einfach zu viel. So, jetzt haben wir diese Auto-Hold-Funktion. Ich bin von der Bremse, wir stehen trotzdem noch. Gas kurz antippen und es geht los. Ansonsten fühle ich mich persönlich im Auto sehr, sehr wohl mit dem schwarzen Innenhimmel. Das sieht alles sehr edel aus. Selbst die Innenraumleuchte, da hat sich BMW echt Mühe gegeben. Die hatten wirklich cooles Design. Die Ambientenbeleuchtung in der Nacht macht wirklich tolles Ambiente. Also die verdient ihren Namen. Selbst das Fach hier in der Mittelkonsole, selbst das ist dann in der passenden Farbe dann ausgeleuchtet. Die Tasten hier vom Radio, die könnt ihr euch dann individuell sogar belegen, wie ihr wollt. Ihr könnt jetzt abspeichern, welchen Ausschnitt ihr von der Karte angezeigt haben wollt. Ihr könnt euch Radiosender abspeichern. Die sind so ein bisschen individuell konfigurierbar. Bei den Fahrassistenzsystemen haben wir eigentlich diese klassischen drei. Den automatischen Tempomat, wir haben den Totwinkelwarner und wir haben den Spurhalteassistenten. Beschleunigung von 0 auf 100. Mit dem Allradmodell gibt BMW an mit 4,8 Sekunden. Wenn ihr den normalen Hecktriebler habt, also ohne X-Drive, gibt BMW die 5,1 an. Wir probieren es jetzt einfach mal, hinter uns ist frei. Wir machen keinen Launch-Control-Start, sondern einen ganz normalen Ampelstart, wie den jeder machen würde, auch der irgendwie an der Ampel losfährt. 0 auf 100 und los. Und da haben wir die 100 schon erreicht. Also geht sehr, sehr flott. Der Allrad dürfte vor allen Dingen, wenn es wirklich nass ist, irgendwie so schon echt einen Vorteil bringen, weil 450 Newtonmeter, das ist schon ordentlich, da habt ihr schon ordentlich Drehmoment. Wenn es jetzt nass ist und im Winter Schnee liegt, ist halt der X-Drive einfach die erste Wahl. Und nicht umsonst liefert BMW den neuen M5, wenn er denn dann kommt, ebenfalls mit Allradantrieb. Sind ja alle Hersteller irgendwie dahin übergegangen. Mercedes hat ja seine E-Klasse und C-Klasse schon länger jetzt mit einem Allrad im Angebot. Und die Kundschaft greift lieber zum Allradler als zum klassischen Hecktriebler. Das ist einfach ein fahrdynamisches Plus. Gerade in Sachen mit der ganzen Turboaufladung und dem hohen Drehmomenten der Motoren ist das Allrad einfach besser. Die Lenkpräzision ist echt erhaben von dem Auto. Ihr könnt die Kurven anzirkeln, ihr könnt wirklich perfekt die Spur halten. Das ist, ihr habt keine Drehmomente, ihr habt keine Krafteinflüsse im Lenkrad, wie man das vom Fronttriebler kennt. Auch mit dem Allrad hier, das Ding liegt wie eine 1. Wo ich mich erst dran gewöhnen musste, muss ich echt zugeben, ist das Navigationssystem, die ganze Einheit. Es ist gewöhnungsbedürftig, wenn man es einmal drin hat. Es ist überhaupt kein Problem. Es ist eigentlich alles ziemlich selbsterklärend. Man findet die Untermenüs ziemlich schnell wieder. Den ersten Tag dachte ich auch, oh Gott, ihr brauchst ja echt erstmal ein EDV-Studium, um hier durchzusteigen. Aber es ist nicht der Fall. Also ihr könnt das wirklich alles super nutzen, wenn ihr es einmal irgendwie so verinnerlicht habt, wo welche Funktion hinterlegt ist, wie was funktioniert. Die Schaltzeiten der 8-Stufen-Automatik sind schon echt knackig. Und hier in Version als Sport-Automatikgetriebe mit Steptronic, mit den nochmals verkürzten Schaltzeiten, macht's echt Spaß. Die Schaltwippen sind natürlich im Alltag, sie sind cool, wenn sie da sind, aber ob man die jetzt im Alltag irgendwie so oft nutzt, glaube ich nicht. Also man will wirklich mal schnell durchziehen, aber dann schaltet er auch so schnell per Kickdown, dass er die eigentlich nicht braucht. Aber sie liegen gut in der Hand, sind auch schön groß, sind leider nicht beleuchtet. Das ist ein kleines Manko, dass man sagen muss, warum nicht? Ja, was stört mich, was gefällt mir? Im Grunde, was mich jetzt stört, ist diese komische Gestensteuerung, auch wenn man sie nicht benutzen kann. Die finde ich total überflüssig, die stört mich.
Ansonsten stört mich eigentlich relativ wenig. Ich verstehe nicht, warum man dieses braune Leder irgendwie so dazu nehmen muss auf dem Armaturenbrett für 710 Euro, wenn man hier dieses helle Interieur haben möchte. Wir haben einen schwarzen Innenhimmel, der ist BMW Individual übrigens, kostet auch um die, ich glaube, 310 Euro kostet der Aufpreis. Ich fühle mich persönlich in Autos mit dunklem Himmel immer irgendwie wohler. Keine Ahnung warum, jeder hat so seinen eigenen Geschmack, meiner ist halt der dunkle Himmel. Deswegen finde ich das ganz schick, würde ich mir jederzeit mitbestellen. Der Himmel ist auch schön unterschäumt, hier vorne sind die A-Säulen mit Stoff bezogen. Das ist alles sehr, sehr hochwertig. Ich hätte mir nur ein dunkles Armaturenbrett ausgesucht, wenn es jetzt mein Fahrzeug gewesen wäre. Richtig genial ist echt das große Head-Up-Display. Das ist wirklich so genial, dass ich das echt vermissen werde, wenn das Auto zurückgeht und der nächste Tester kommt, weil das ist, du hast den Blick immer auf der Straße, du kannst es super ablesen. Ganz nettes Feature, nach jedem Tanken zeigt er euch hier im Eco-Modus, im Display, was eigentlich der Drehzahlmesser ist, eine Uhr an, die läuft, sobald der Motor steht. Wir hatten jetzt vor dem Tanken waren es, ich glaube, 6 Minuten, das ist die reine Standzeit, die der Wagen quasi nicht läuft, die eigentlich gelaufen wäre, wenn jetzt keine Start-Stopp-Funktion hat. Finde ich eigentlich ein ganz geckiges, ganz witziges Feature. Hat sich jemand Gedanken gemacht. Finde ich gut. Der Totwinkelwarner wird im Spiegeldreieck, zeigt euch dann. Wenn ihr ein Auto im toten Winkel habt, blinkt er hier im Spiegel orange oder flecht dann sogar auf, wenn ihr wirklich dann den Blinker noch setzt. Hält dann aber mit dem Spurhalteassistenten euch auch auf eure Spur, dass ihr jetzt nicht aus Versehen doch dann rüberzieht. Dann müsst ihr schon dann ordentlich drücken, um den Widerstand zu überwinden. Was man ja nicht macht, wenn jemand neben einem ist. Das soll es eigentlich von meiner Seite aus gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, ne? Daumen nach oben.